Servus, grüß euch. Ich bin's der Michi Nikolaus, euer Barista-Macher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne was Besonderes zeigen. Ich freue mich da total, dass die Herren von der Firma Berowood bei uns im Haus sind. Ihr seht sie schon, wir haben es auch ein bisschen vorbereitet. Vielleicht ganz kurz ein bisschen erklärt. Ich habe das neulich in einem Video schon mal ein bisschen hergezeigt. Und zwar deren die Herren von Berowood Siebträgermaschinenzubehör selber machen. Es ist regional, weil sie aus dem Chiemgau seid. Genau, aus Rohrdorf und aus Rosenheim. Super, also das heißt wirklich regional bei uns aus dem Wald. Ihr könnt also dann zukünftig eure Kaffeemaschinen oder euer Zubehör genau in dem Holz so wählen, wie das zu eurer Küche passt, wie euch das gefällt. Und da möchte ich euch ganz gerne die Herren immer ein bisschen vorstellen. Okay, fange ich mal an. Servus, bin der Bernie. Bei mir ging es los, meine Leidenschaft ist Drechseln. Ich habe angefangen mit Stiften. Und meine zweite Leidenschaft ist Kaffee trinken. Und dann habe ich gedacht, ich kombiniere das Ganze und mache Drechselsachen für Kaffeemaschinen. Und da ging es los mit den Tempern. Und dann haben wir weitergemacht mit den Griffen. Und Johnny? Ja, der Bernie hat dann irgendwann gesagt, er braucht einen zweiten kompetenten Kaffeetrinker. Und ich als passionierter Kaffeetrinker habe dann gesagt, gut, gehe ich mit an Bord. Und ja, auch meine Leidenschaft liegt beim Holz. Holz lasern, die Holzbearbeitung, Holz riechen, die Haptik, es ist alles super. Also, go for Holz. Und so sind wir zusammengekommen, genau. Und wie es der Bernie schon gesagt hat, wir haben angefangen mit den Temper. Wie ihr jetzt hier seht, die schönen Kirschtemper oder was haben wir hier, Walnuss haben wir noch. Und sind dann übergegangen zu den Siebträgergriffen. Und von den Siebträgergriffen haben wir uns dann halt erweitert für die ganzen anderen Maschinenteile. Drehräder, den Maschinenhebel und genau, unser neuestes Produkt. Ist die Temperstation, also auch wieder, sieht man bei uns, aus einem massiven Block gefertigt. Das ist nicht irgendwie knesenmäßig da irgendwie zusammengeklebt oder sowas, sondern das ist aus einem Stück Holz. Wir suchen uns das ganz genau raus, das Filetstück, wo die Maserung schön zur Geltung kommt. Und so wird jedes unsere Stücke, egal ob jetzt eine große Temperstation oder ein kleiner Hebel, jedes Stück ist ein Unikat. Also es ist nie gleich, es ist immer wieder anders. Das ist ja das Schöne am Holz, dass es, oder gerade von unserem Holz aus der Region, dass es eben kein 0815-Produkt ist, wie eben so ein Plastik-Bakelit-Griff oder so eine Alu-Geschichte, sondern es hat eine Wertigkeit, die einfach lebt und eigentlich sogar jedes Jahr noch schöner wird mit dem Gebrauch. Ich finde das total klasse. Ihr wisst, wir denken als Firma Kaffee Manicula von Haus aus sehr nachhaltig und wollen all das mit handwerklicher Kunst erhalten. Ja. Aber wir wollen das auch gerne regional haben. Genauso wie wir es beim Kaffeerösten ja auch machen. Das heißt, wir ziehen Kaffeesorten direkt vom Farmer und da haben wir halt einfach auch wirklich ein ganz tolles Produkt. Als Vergleich einfach mal herzeugt. Das ist der hässliche Bakelitgriff, der bei einer 3.000-Euro-Maschine mit dabei kommt, mit dazukommt. Und das ist jetzt auch tatsächlich, das ist die Eiche. Das ist Eiche geräuchert, genau. Das ist eine geräucherte Eiche und die schaut einfach wahnsinnig hochwertig aus. Mhm. So wie es eigentlich bei der Maschine natürlich auch sein soll. Mhm. Ich finde das total klasse. Wir haben das Glück, dass wir euch kennengelernt haben. Nee. Hand in Hand kennen wir euch. Entweder erwähnt habt ihr vielleicht sogar schon Maschinen daheim, wo sagt ihr, die hässlichen Plastikgriffe sind nicht schön und die kann man austauschen. Oder aber, wenn sie bei uns im Showroom einmal vorbeikommt, wir haben jetzt seit 2 Stunden einmal jetzt rum, glaube ich, mit der Wand. Wir haben jetzt eigentlich fast jede Maschine schon ein bisschen mit ausgestattet, mit unterschiedlichen Holzarten, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Und natürlich auch Uglammer könnt, das ist eine wahnsinnig tolle Haptik, finde ich total toll. Und wenn Sie bei uns eine Maschine kauft, dann können wir natürlich da auch dementsprechend in der richtigen Holzart, wie ihr das haben möchtet, von euch das als Sonderanfertigung einfach machen lassen. Total klasse. Danke, lieber Michi, dass wir da sein durften. Gerne, ich habe mich total gefreut. War super. Wir haben die ganzen Türstoffe voll. Jetzt wird das sehr gern vorbei. Ich bin ja jemand, der das sehr gern herzeugt. Und mit euch in Hand können wir da, glaube ich, ganz tolle Sachen machen. Genau. Dankeschön. Ja. Und wir haben ja sogar einen Kanal. Genau. Ja, Entschuldigung. Wir waren eigentlich schon am Ende vom Video. Am Ende vom Video bitte abonniert unseren Kanal, also die Barista-Macher zum Beispiel, oder natürlich auch sehr gern Berowood. Schaut's vorbei. Den Kanal Berowood, da werden auch immer wieder Neuigkeiten veröffentlicht. Oder? Alles, was neu an Material oder an Prototypen, an was in Serie dann irgendwann mal geht, stellen wir da natürlich vor. Ach super. Bitte begleitet uns doch sehr gern bei der Entwicklung oder kommt bei uns im Showroom vorbei und langt es einfach an. Probiert es aus. Dankeschön.
Servus. Servus.